Als Niederösterreicher freue ich mich sehr, dass unsere Landessammlung, die uns allen gehört, endlich mehr sichtbar gemacht wird, als es bisher der Fall war. Als Kremser freue ich mich natürlich besonders, dass dieser Bau in Krems passiert. Und es ist, wenn man das Siegerprojekt anschaut, ein neues, weiteres Wahrzeichen für Krems. Das ist eine Art spiegelnde, fast sozusagen auch ephemere Erscheinung, die es da kriegt, die sozusagen auch die Umgebung durch Spiegelung, durch Reflexion, durch Inbezugnahme über Farben und Formen sozusagen mit einbindet und so eine Art Brücke baut. Und, wenn man so will, das Gebäude auch betrachtet als eine Drehtür zwischen Vergangenheit und uns Gegenwart, finde ich auch sozusagen schön, dass das eine radikal zeitgenössische Setzung ist. Ich bin tief beeindruckt von der Ästhetik, von der Schönheit dieses Projektes. Und ich denke, Krems hat hier einen ganz, ganz wesentlichen Erweiterung im Kulturbereich. Und es ist eindeutig die Kulturhauptstadt in Niederösterreich und wir werden das mehr als nutzen, mit Sicherheit. Das gegenständliche Objekt ist eine Riesenchance für Krems. Und ich hoffe, dass Krems diese Chance ergreift, auch auf den Infrastruktursektor hier mitzuziehen und endlich Defizite zu lösen, die wir haben und die sich dadurch verschärfen. Ich bin schon wirklich gespannt, was im weiteren Schritt dann Richtung Donau alles sich weiterentwickeln wird. Der ganze Strom des Verkehrs, der Wegeführung und vor allem, welche weitere Entwicklung es geben kann. Und ich bin sicher, es wird eine geben, aber es braucht etwas Zeit. Und wir müssen uns am Boden legen, den Boden küssen und sagen, fantastisch, dass dieses Museum in diesem genialen Entwurf kommt. Und die nächsten Generationen werden dankbar sein und glücklich sein. Und wenn wir da ein bisschen Verkehrsprobleme, Staub oder sonst irgendwas haben, das ist nach ein paar Jahren vorbei. Freuen wir uns über das große, große Geschenk, das wir bekommen. Die Kunstmeile Krems ist ein unglaublich bunter Ort. Es gibt einfach unglaublich gute und interessante Locations. Jetzt bekommen wir sozusagen neben dem Karikaturmuseum eine große Schwester. Und ich glaube, die Patchwork-Family ist dann perfekt. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit und auf die Zukunft mit diesem tollen Haus. Mit diesem Haus der Kunst wird jetzt ein herrliches, neues, architektonisch spannendes Projekt in unsere Mitte gesetzt. Und wir als Nachbarn freuen uns vom Herzen darauf. Also wir freuen uns und wünschen alles, alles Gute und freuen uns auf die Fertigstellung. Den Umbau müssen wir auch mitnehmen, aber wir freuen uns auf die Fertigstellung.